In einem Tetraeder ABCD sind die Punkte M und N jeweils die Mitte der Strecken BC und AD. Der Auftrag lautet: Beweise, dass diese drei Vektoren BA, MN und CD linear abhängig sind. Die Hypothese besteht aus diesen Angaben: Tetraeder A, B, C, D, M Mitte dieser Kante BC und N Mitte dieser Kante AD. Die These lautet: Diese drei Vektoren BA, MN und CD sind linear abhängig. Um das zu beweisen, konstruieren wir zuerst den Mittelpunkt von dieser Kante AC. Wir wissen, dass der Vektor MN zerlegt werden kann in die Summe der beiden Vektoren MP und PN. Der Vektor MN ist effektiv gleich zum Vektor MP plus Vektor PN. Aber in diesem Dreieck CAB wissen wir, dass M die Mitte von der Seite BC und P die Mitte von der Seite AC ist. Durch diese Eigenschaft, die wir im Tutorial Vektoren 004 bewiesen haben, wissen wir, dass dieser Vektor MP die Hälfte von diesem Vektor BA sein muss. Das halten wir hier fest. In diesem Dreieck wenden wir genau dieselbe Eigenschaft an, denn hier ist P die Mitte von dieser Seite AC und N die Mitte von dieser Seite AD. Durch genau diese Eigenschaft wissen wir also, dass der Vektor PN genau die Hälfte vom Vektor CD ist. Und somit wissen wir, dass der Vektor MN gleich zu MP, das heißt ein halbes BA, plus PN, das heißt ein halbes CD ist. Somit haben wir also den Vektor MN als Linearkombination der Vektoren BA und CD geschrieben. Und deshalb sind diese drei Vektoren linear abhängig voneinander. Es ist genau das, was zu beweisen war. Wir schließen daraus, dass diese drei roten Vektoren BA, MN und CD komplanar sind. Das bedeutet, wenn man sie alle drei mit demselben Ursprung zeichnet, dann befinden diese drei Vektoren sich in einer selben Ebene. Der Auftrag ist somit erledigt.